Hallo liebe Fabela Gaming Zuschauer, hier ist Fabian. Heute habe ich wieder ein kleines Unboxing Video für euch und zwar von einer iMuto Powerbank. Genauer gesagt handelt es sich um die iMuto Taurus X5TC. Diese Powerbank verfügt über einen USB Type-C Anschluss sowie zwei USB Ports. Die Kapazität beträgt 16.750 mAh. Den Amazon-Link blende ich euch ein und packe ihn auch unter das Video in die Beschreibung. In der Verpackung der Powerbank befinden sich die Taurus X5TC Ladebank selbst, ein USB-A auf USB-C Kabel, eine Bedienungsanleitung und ein wasserdichter Tragebeutel. Das Gehäuse der Powerbank macht einen positiven Eindruck und besteht aus einem Aluminiumrahmen sowie zwei Kunststoffdeckeln. Diese Deckel wirken aber durchaus hochwertig. Mit der iMuto Powerbank kann man einen Samsung Galaxy S8 sowie ein iPhone 7 Plus etwa 4-mal komplett aufladen, ein normales iPhone 7 etwa 6-mal, ein iPad etwa 1-2-mal. Dank des USB-C-Anschlusses ist die Powerbank auch für das neue MacBook geeignet sowie für die Nintendo Switch. Es handelt sich also um eine echte Allround-Powerbank. Um die Powerbank aber mit dem MacBook nutzen zu können, benötigt ihr noch ein separates USB-C zu USB-C Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Eine kleine Anmerkung noch dazu, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Geräte langsam an der Powerbank aufladen. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie energiehungrig eure Geräte gerade sind. Stellt ihr die Display-Helligkeit eures iPhones oder iPads auf volle Pulle und spielt womöglich gerade noch ein aufwendiges 3D-Spiel, dann werden sie auch sehr langsam aufladen oder gar nicht aufladen. Das gilt auch für jedes andere Gerät. Bei der Nintendo Switch spielt nicht nur die Display-Helligkeit eine Rolle und wie aufwendig das Spiel ist, sondern auch wie voll die angeschlossenen Joy-Cons gerade sind. Müssen die Joy-Cons auch noch geladen werden, wird die Switch an einer Powerbank kaum aufladen können, beziehungsweise erst dann wieder, wenn die Joy-Cons aufgeladen sind. Die iMuto Powerbank verfügt laut Herstellerangaben über intelligente Lade- und Schutzsysteme. Überspannung, Überstrom und Kurzschlüsse sollen nicht möglich sein. Die Ladespannung soll automatisch an die jeweiligen Geräte angepasst werden, sodass diese auch optimal und zügig laden. iMuto wirbt hier speziell mit dem iPhone. Im Vergleich zum Originalladegerät von Apple wirbt iMuto damit, dass die Powerbank ein iPhone doppelt so schnell auflädt. Ja, das stimmt auch. Aber wir wissen ja auch, dass Apple beim iPhone nur ein kleines Ladegerät beilegt, was schon oft Bestandteil von Kritik war. Verwendet man das iPhone mit dem größeren iPad-Ladeteil, lädt das iPhone ebenfalls doppelt so schnell auf. iMuto schreibt, dass man bis zu 3 Geräte gleichzeitig an der Powerbank aufladen kann. Ich habe es mit Switch, iPad und einem Android-Gerät gleichzeitig probiert, das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Die Powerbank hat sich ausgeschaltet, 2 Geräte gleichzeitig waren aber überhaupt kein Problem. Eine Digitalanzeige informiert euch immer darüber, wie voll die Powerbank aktuell noch ist. Bei mir hat sich die iMuto Powerbank auch stets zuverlässig abgeschaltet, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen war. Wie lange die Powerbank braucht, um voll aufzuladen, hängt vor allem von der Stärke des Ladegerätes ab. iMuto empfiehlt mindestens ein 5 Volt Ladegerät mit 2,1 Ampere. Dann dauert das Aufladen über Micro-USB etwa 9 Stunden und über USB-C 6 Stunden. In den Amazon Fragen und Antworten hat ein User auch das Kindle Ladegerät mit der Powerbank verwendet und diese angeblich in 4 bis 5 Stunden aufgeladen. 4 bis 5 kommt mir zwar ein bisschen schnell vor, aber je nach Ladegerät erscheinen eher 6 bis 10 Stunden realistisch. Eine Nacht sollte man daher in der Regel vielleicht schon einplanen, um die Powerbank wieder voll aufzuladen. Die iMuto Powerbank Taurus X5TC kostete bei Amazon zum Zeitpunkt der Videoerstellung etwa 30 Euro. iMuto gibt ein Jahr Garantie auf die Powerbank. Mein Fazit.
Ich finde die iMuto Powerbank richtig klasse. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Powerbank dramatisch besser ist als andere Powerbanken von renommierten Herstellern. Nichtsdestotrotz hinterlässt die iMuto Powerbank bei mir einen rundum positiven Eindruck und hält, was sie verspricht. Man kann nicht nur sein Smartphone und Tablet damit aufladen, sondern auch die Switch oder beispielsweise das neue MacBook. Das Design ist kompakt, die Powerbank passt in jede Tasche und angeschlossene Geräte werden schnell und zuverlässig aufgeladen. Die Digitalanzeige gibt zudem relativ präzise den aktuellen Ladestand wieder. Ein kleiner Schönheitsfehler ist die Anleitung, welche, wie bei so manch anderem Hersteller auch, mit einigen Übersetzungsschmankerlen daherkommt. Preislich bewegt sich die iMuto Powerbank ein paar Euro höher als vergleichbare Powerbanken mit ähnlicher Kapazität. Für mich geht der Preis aber in Ordnung, da die iMuto Taurus X5 TC sich als sehr zuverlässig entpuppt hat und mit hochwertiger Verarbeitung punktet. Wer also nach einer guten und zuverlässigen Powerbank sucht, findet hier ein absolut empfehlenswertes Produkt. Die Powerbank kommt zudem vollständig vorgeladen bei euch zu Hause an, man kann sie also direkt mitnehmen und nutzen. Das war's soweit von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Fabian.